Und da sind wir wieder, frisch und munter, beim nächsten Teil von Outlast Whistleblower. Und wir sind immer noch im Gefängnis. Und wir haben gerade irgendwas von einer zusammengebauten Frau gelesen. Immer und immer wieder. Und jetzt schauen wir mal, was hinter dieser Tür ist. Weil da hat es ganz herzlich gelacht und geklopft. Und da schauen wir jetzt einfach mal. So, seid ihr bereit? Ich öffne die Tür. Okay, es ist nichts hier. Noch nicht. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Da komme ich doch her, ich Idiot. Da ist jetzt bestimmt irgendwo eine Tür offen. Geht's hier irgendwo? Ist hier irgendwas? Nee. Doch, dann ist da hinten bestimmt die Tür offen, die eben noch verschlossen war. Nein, die ist immer noch zu. Freunde, ich muss doch hier lang. Ist hier irgendwo vielleicht... Ups, der Zaun kaputt. Also bisher sieht noch alles soweit intakt aus. Wer ist denn das? Oh, jetzt komme ich hier rein. Sehr schön. Nee, dafür brauche ich definitiv noch die Kamera. So, hier wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl, hier weiterzugehen. Meine Kamera ist schon wieder fast alle. Ich brauche jetzt echt langsam mal irgendwie Batterien. Aber hier komme ich jetzt auch nicht lang, oder? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Komme ich hier rein? Ah ja, okay. Das Loch sah so klein aus, als ob ich da einfach so durchspringen könne. Aber na gut, wenn es geklappt hat, ist ja schön. Oh Gott. Das wird alles nicht schön jetzt, glaube ich. So, irgendwo lag hier eine Batterie. Ja, jetzt ist die Tür offen, ne, ihr Arschlöcher. Ich darf erst hier den ganzen Scheißweg drumrum laufen. Es ist überhaupt nicht da. Okay. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. So, hier ist noch Batterie. Die habe ich auch nötig. Wir schauen nochmal durchs Kameraobjektiv. Oh, was ist hier? Ich gucke erstmal noch woanders hin, oder? Soll ich da schon gleich hin? Ich gucke erstmal wieder zurück. Komm, laufen wir mal ein bisschen. So, ich will mal hier zum großen Stromkasten gucken. Und hier rein will ich eigentlich auch mal gucken. Aber vielleicht erst später. Ah, ich weiß nicht. Ich bin so unentschlossen, wo ich als erstes hingucken soll. Es ist alles so aufregend. So, aber hier sollte ich vielleicht nicht gucken. Hier komme ich auch gar nicht rein. Ist vielleicht auch besser so. Ich würde jetzt aber schon gerne mal hier reingucken. Wir gucken mal eben kurz hier rein. Das Gebäude sieht so vertrauenserweckend aus. Da liegt was. Nochmal Dokumente. Ja. Komm, nimmste. Nimmste. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod. Tier. Töte uns. Töte uns. Ach, nur übertreibt mal nicht. So schlimm kann es doch... Kann es doch gar nicht sein. So, warum konnte ich jetzt hier rein? Hier ist ja nichts.
Okay, gehen wir einfach wieder raus. Als hätten wir nichts gesehen. Oh, geht's da hinten vielleicht noch weiter? Also ich nehme mal nicht an, dass ich hier einfach so rein kann. Nee. Das hätte mich auch gewundert. Hier denn wahrscheinlich auch nicht. Dafür muss ich erstmal irgendwo sicherlich den Strom abschalten oder dergleichen. Keine Ahnung. Aber jetzt schauen wir mal zu der Tür, wo wir eben schon gewesen sind. Siehste, wäre ich da nicht zurückgegangen, hätte ich dieses unheimlich wichtige Dokument nicht bekommen. So, und jetzt schauen wir hier in die Tür, die auch sehr vertrauenserweckend aussieht. Oh, ich habe vergessen, die Uhr wieder anzuschalten. Entschuldigt mich. So. Also es ist schön, wieder irgendwo drin zu sein. Okay, da ist irgendwas. Irgendwas, was nicht cool ist. Okay, das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Ja, die Programmierer dieses Spiels haben doch schon eine sehr, ich sag mal, humane Fantasie. Strom ist aus. Wir können jetzt durch. So, dir noch viel Spaß. Können die mich hier verstecken? Ja, hier. Oh! Na, bestimmt irgendwo oben. Oder hier drin. In den Schränken nicht, oder? Nee, da kann ich mich nur verstecken. Schade, wäre doch witzig, wenn sich auch einer im Schrank verstecken würde. Und der sich denn total erschrecken würde, wenn ich da plötzlich skadusch reinstürme. So, aber hier geht jetzt bestimmt die Post ab hier draußen. Jetzt, wo der Strom abgeschaltet ist, da wird das crazy hier und so. So, jetzt ist alles ganz ruhig. Du willst mich doch verarschen, oder was? Jetzt ist doch hier auch wieder an. Oh, was für ein blödes Arschgesicht. Und da lacht er noch. Wisst ihr, da lacht er noch kackfrech. Das sind alles meine Batterien, die da drauf gehen, du Penner. Hoffentlich war wahrscheinlich noch dieser Wichser. Dieser Blöde. Oh, war das Blut davon auch schon? Schön, ich freue mich. Ja. Neu! Der hat komische Haare gehabt. Ich muss ganz schnell weg. Mach zu, die Tür. Mach die Tür zu. Ha, oh. Scheiße, wieso kommt denn der einfach so nach? Es ist nicht cool. Das ist ganz so gar nicht. Kommt der jetzt immer noch hinterher?
Ah, der kommt immer noch hinterher. Nicht springen. Tut, tut. Oh, hier kommt er nicht hinterher? Arsch. Geige. Oh, jetzt mach mal einen Punkt. Cool. Haben wir ihn abgehängt. Na, abgehängt kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Wir haben sie eigentlich nur durch die Tür gegangen. Da kommt er nicht mehr hinterher, obwohl jetzt springt er mir bestimmt gleich mitten ins Gesicht drinne rein. Hallo? Sind Sie noch da? Nee, keiner mehr anwesend. Dann gucke ich doch einfach mal kurz ums Eck. Ob es hier irgendwas gibt, was cool ist. Batterie oder so. Nee. Das ist meine eindeutige Geste, Kollege. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Drinnen fühlen wir uns doch wesentlich sicherer. Ist hier draußen noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich frage mich jetzt bloß, wieso sind in dieser Spiegelung Stühle, wenn hier aber doch gar keine stehen? Na, denkt mal drüber nach. Wenn ihr eine Antwort wisst, schreibt es mir auch einfach in die Kommentare. Dankeschön. Ich freue mich. Oh, der war right there! Blödes Schwein. So, raus kommt der aber nicht, oder? Wieso sehe ich denn immer noch alles so verschwommen? Das war doch der War Rider, oder nicht? Theoretisch würde ich die Frage mal mit Ja beantworten. Ja, ich habe um die Ecke geguckt. Das mache ich manchmal. Oh, little pig, little pig. So, hier geht's nicht durch. Hier ist aber auch nichts weiter von Interesse. Schauen wir nochmal einen Blick raus. Und es ist ruhig. Im Gefängnis von Mount Massive. Nur die Schreie, aber sonst ist ruhig. So, hier geht's nur in die Kloake. Kann ich noch irgendwo... Was liegt da hinten? Was ist das? Tote Überreste. Naja, das ist ja hier nichts Neues mehr. Aber sonst ist hier nichts. Oh, guck mal. Batterie. Dankeschön, guter Mann. Sie sind ein wahrer Freund. So, dann gehen wir jetzt mal in die Kloake. Joppa. So, hier können wir uns auch nicht so schnell bewegen. Ach du schöne Scheiße, was war denn jetzt das? Ich komme jetzt auch nicht raus hier aus der Pampe. Hat wohl nur jemand einen Stein ins Wasser geschmissen. Das ist okay, damit kann ich leben. So, sonst noch was hier von Interesse für mich? Nee. Dann gehen wir hier mal durch die Tür und dann ist das Spiel auch vorbei. Oder so. Ist ganz schön komplex und verwinkelt hier die ganze Anlage. Es ist kompliziert. So, hier kommen wir, denke ich mal, nirgendwo. Ne, hier waren wir ja schon. Ne? Das war, da sind wir ja reingekommen. Sind nur einen kleinen Umweg gelaufen. Oh, da ist jemand.
Guter Mann, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Sie sehen kaputt aus. Oh! Da hat es jemanden wohl nicht mehr besonders gefallen hier. Dass sie alle immer so komisch überall gegenlegen. Können die sich nicht irgendwie mit dem Rücken dagegen lehnen, statt sich immer das Genick zu brechen? Schauen wir doch einfach mal rein. So, hier sieht es auch sehr einladend aus. Ich bin gespannt, was die Leute so für uns hier bereithalten. Ein Empfangskomitee, eine Überraschungsparty oder wieder eine Verfolgungsjagd. Alles ist im Bereich des Möglichen bei Outlast Whistleblower, meine lieben Freunde. Aber ich hoffe mal wirklich eher auf eine Überraschungsparty. Auf Verfolgungsjagd will ich, das will ich jetzt einfach nicht. Ach, da muss ich wohl springen. Springen! Ah, jawohl, ja. Und da wird es wieder dunkel. Irgendwas passiert hier doch gleich ganz, ganz Böses. Das wird nicht schön. Und ich werde wieder einen Herzinfarkt erleiden. Also alles beim Alten bei Outlast. So, gucke ich hier hoch oder da, wo das Fenster offen ist? Ich gucke hier hoch. Komm, laufen wir ein bisschen schneller zum Fenster. Aber wir schauen auch noch mal, wenn wir andersrum laufen können. Aber hier scheint auch nichts mehr zu liegen. Darum gehe ich mal durchs Fenster und schaue, was mich da draußen erwartet. Eine weitere Leiche. Überraschung, ein Toter. So, herzlich willkommen bei Bioshock Infinite, meine lieben Freunde. Oh, das ist doch hübsch, oder? Hier, Panoramablick, sehr schön. Ach, ist das hübsch. Da muss ich doch jetzt... Nee, Freunde, nee. Am Arsch hängt der Hammer. Na gut, überredet. Ja, gehst du mal hoch? So, wer war jetzt das? Freunde, machen wir erstmal Feierabend? Wir machen erstmal Feierabend und wer das gewesen ist, das sehen wir denn in der nächsten Folge von Outlast Whistleblower. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.